Um Ordnung zu wahren, ja. Ich verbiete alles Glücksspiel, zum Beispiel. Denn es führt zu Konflikten, nicht zu Freundschaft. In der Schlacht zu fliehen ist auch verboten. Und alle Männer müssen ihre Waffen und Entermesser jederzeit sauber und einsatzbereit halten. Vernünftig. Jede Missachtung wird mit dem Tod bestraft. Ein Schritt weiter, als ich gehen würde. Da lausch mich der Affe. Wunderschön, nicht wahr? Ei. Wie etwas aus einem Märchen oder aus den alten Liedern. Es gab einst viele Geschichten über diesen Ort. Aus ihnen wurde Hörensagen und daraus wurden Legenden. Der unvermeidbare Weg der Wahrheit zur Fiktion, bis sie schließlich vollkommen verblasst. Noch mehr Blut? Ja. Diese Würfel enthalten das Blut eines längst vergangenen Volkes. Eines großen Volkes zu seiner Zeit. Je mehr du redest, Mann, desto weniger verstehe ich. Das erwarte ich auch nicht. Nur eins musst du dir merken. Das Blut in diesen Gefäßen ist für niemanden auch nur einen einzigen Real wert. Vielleicht eines Tages. Aber nicht in dieser Epoche. Da wären wir. Stell die Truhe. Was ist das denn? Ah ja, eine Vorsichtsmaßnahme. Einen Moment. So viel dazu. Was ist das für eine Art? Stell es dir als eine Art großes Fernrohr vor, wie Seeleute es tragen. Ein Apparat, mit dem man sehr weit sehen kann. Das ist verfluchte Hexerei. Nein, das ist Mr. Jack Rackham. In diesem Moment irgendwo in der Welt. Nassau. Das passiert in diesem Moment? Wir sehen durch seine Augen? Ei. Ich weiß nicht, Jim. Ich habe keinerlei Ahnung, wie man ein Schiff steuert. Sowas lernt man als Frau nicht. Ach, ich kenne haufenweise Ladies, die ein Segel reffen und Anker lichten können. Und du bringst mir das Kämpfen bei? Mit dem Säbel, ja? Und auch, wie man schießt? All das und mehr. Aber du musst es wollen und daran arbeiten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ei, Junge! Du pendelst da mit meinem Mädel an! Finger weg! Sonst setzt es was! Du kannst mich mal, Rackham. Und wage es ja nicht, mich Junge zu nennen. Oh, 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 ist das so? Ja? Ein komischer Haufen. Noch ein Versuch. Governor Woods Rogers. Eine gewagte Idee. Das muss ich mir noch gut überlegen. Ein einfacher Treuebeweis ist alles, was ihr dem Unterhaus vorschlagen müsst. Ein Eid, eine Geste und ein zeremonieller Blutstropfen aus einem ihrer Finger. Das war's. Die Minister machen vielleicht Ärger. Doch es sollte ein leichtes sein, das Oberhaus zu überzeugen. Die sind überaus erpicht auf pompöse Rituale. So ist es. Sagt, es sei ein Beweis ihrer Lehnstreue zum König. Ein kostbares Instrument, nicht? Hexerei und nichts anderes. Nicht doch! Jeder Mechanismus, der dem Gerät sein Licht spendet, ist ein echt leibhaftiges Ding. Uralt, ja. Aber nicht übernatürlich oder verhext. Wir werden die Herrscher der Weltmeere. Oh, diese Ambition. Mein Kodex sagt nichts über Loyalität, junger Mann. Du hast gut mitgespielt. Doch unsere Partnerschaft ist vorbei. Du bist ein toter Mann, Robert.